Zurück in die Vergangenheit, zurück in das Jahr 1813. Die große Völkerschlacht bei Leipzig ist der Wendepunkt der Kriege gegen Frankreichs Kaiser Napoleon. Mit nachgestellten Kämpfen erinnert der Verband Jahrfeier Völkerschlacht an die schicksalhaften Oktobertage. Durch etwa 1500 Teilnehmer entsteht ein wirklichkeitsnahes Gefecht. Das ist schon natürlich sehr realistisch, das ist das Ziel dieser Darstellung, dass man das wirklich so genau wie möglich abbildet. Natürlich hat das seine Grenzen, natürlich wollen wir keine Schwerverletzten darstellen, das ist klar. Aber im Gefecht geht es eben darum, diese taktischen Begebenheiten zu zeigen. Die Uniformen stimmen natürlich bis aufs Detail überein und auch die Biwaks sind natürlich so angelegt, dass sie auch vor 199 Jahren hier hätten stehen können. Der Agrapark in Markkleeberg ist zum 199. Jahrestag der Völkerschlacht kaum wiederzuerkennen. In das 19. Jahrhundert zurückversetzt wird es zu einem Schlachtfeld. Die Artillerien und Kavallerien beider Seiten kämpfen ums Überleben. Das ist schon etwas gefährlich. Es ist immer ein kleines Risiko vorhanden, man muss nicht mit den Waffen umgehen können. Aber dafür üben wir sozusagen im Vorfeld ständige Lehrgänge, sodass das also doch eine sichere Angelegenheit ist. Neben den umfangreichen Kampfhandlungen können Besucher auch historische Kulissendörfer, die Biwaks, betrachten. Sie zeigen, wie einfach die Menschen vor knapp 200 Jahren lebten. Ich habe mich eigentlich schon immer für Geschichte interessiert, schon als Kind. Und es ist halt mal eine gute Gelegenheit, das einfach mal so hautnah mitzuerleben. Ich bin erstmal hier, weil ich gebürtiger Leipziger bin. Weil ich mich sehr verbunden mit der Geschichte unserer Stadt fühle. Das auch leben will, das auch zelebrieren will, nach außen tragen will. Und weil ich einfach mich gerne etwas verkleide. Das bedeutet für uns sehr viel. Wir wollen einfach das Leben von damals nachstellen und einfach mit dabei sein. Das, was wir heute auf dem Schlachtfeld durchexerzieren, wird ein Teil der Schlachtdarstellung des nächsten Jahres sein. Und deswegen ist die heutige Darstellung sehr, sehr wichtig für uns. Die Generalprobe ist gelungen. Der ganz große Festakt kann kommen. Im nächsten Jahr stehen das 200-jährige Jubiläum der Völkerschlacht und der 100. Geburtstag des Völkerschlachtdenkmals an.